Hallo meine Lieben, heute ist Donnerstag und ich habe gedacht, ich nehme euch mal wieder ein bisschen mit. Das habe ich gerade mir ins Gesicht geklatscht. Ach ja. Wisst ihr, wo ich solche Spachteln herbekomme? Für die Cremetiegel. Dass man nicht mit dem Finger rein muss, sondern mit diesen, ja, ich nenne es mal Spachteln. Ich habe schon danach im DM und im Rossmann geschaut, aber habe es nicht gesehen. Vielleicht wisst ihr ja, wo es das gibt. Oder vielleicht gibt es es ja dort und ich habe es nicht gesehen. Könnt ihr mal ja, wenn das wisst, mal sagen. So. Heute ist bei uns ein ganz stürmischer Tag. Ich höre es die ganze Zeit überall klappern. Ja. Wir gehen heute zur Zulassungsstelle, weil Schwiegervater fährt jetzt kein Auto mehr. Das hat keinen Sinn mehr. Er kann das jetzt nicht mehr so einschätzen alles. Und bevor da noch was passiert, hat er gesagt, melde mal jetzt das Auto ab. Und er fährt nicht mehr. Ja, das machen wir jetzt heute. Ist ja besser, wenn wir es jetzt noch im alten Jahr machen. Bevor wieder die Steuer ausgerechnet wird, ne, und so weiter. Ja. Muss er ja nicht nochmal unnötigerweise bezahlen, ne? Ja. Was wir danach machen, weiß ich jetzt noch nicht. Ob mein Mann wieder in seinen Lieblingsladen möchte noch. Zum Tom. Er hatte mal die Tage, hat er mal erwähnt, dass er noch irgendwas braucht. Keine Ahnung. Er hat jetzt angefangen, oben den Flur zu machen. Das heißt, zu machen, zu fließen. Ja. Weiß nicht, ob er da vielleicht irgendwas noch braucht. Ach Gott, ne. Heute ist so ein Tag, könnte ich gerade wieder ins Bett. Ist so ein richtig so müde Tag. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, Weihnachten war ich bei meiner Schwägerin, also ein paar Tage vor Weihnachten, weil ich das schon statt alles unter einen Hut bekommen hätte. Da habe ich mich mit meiner Mutter dort getroffen. Und dann haben wir da schon mit den Kindern Bescherung auch gemacht. Fand ich jetzt halt auch besser, bevor sie an einem Tag alles haben. So haben sie so ein bisschen verteilt die Sachen gekriegt. Mein Bruder war ja arbeiten. Für den ist ja Weihnachtsmarkt, war ja Hauptgeschäft, klar, ne?
Ja. Dann habe ich ja am Freitag die Enkelin geholt. Da muss ich ja dann auch immer gucken, weil mittlerweile ist bei mir das Problem, wenn es stockdunkel ist, sehe ich nichts mehr beim Autofahren. Was heißt beim Autofahren? Wenn es hier in einem Raum stockdunkel ist, sehe ich da auch nichts mehr. Also andere können da noch Umrisse und sowas sehen. Bei mir ist da völlig Finsternis. Da geht gar nichts mehr. Ja, deswegen muss ich da auch immer drauf achten, dass ich dann frühzeitig wegfahre, wenn ich sie hole. Oder auch, wo ich sie wieder heimgebracht habe. Ja, wie gesagt, Freitag habe ich sie geholt. Und da haben wir ihr, wir hatten noch den Nikolaus hier liegen. Da hat sie dann den Nikolaus auspacken dürfen. Somit hatte sie schon an einem Tag nur was zum Auspacken. Es war nicht viel. Ich habe vieles auf die Seite gelegt, was ich so gekauft habe, was sie noch nicht gesehen hat. Das kriegt sie dann so, wenn sie dann mal kommt im Sommer oder so, weiß man nicht, dass ich da noch was dann als Überraschung da habe. Ja, Freitag geholt. Samstag waren wir dann bei meiner Mutter essen. Genau, da hat sie dann dort Geschenke gekriegt. Es war ja Heiligabend, da hat bei meiner Mutter was gekriegt. Als wir dann heimgekommen sind, hat sie dann von ihrem Vater, unserem Sohn gekriegt und von uns die Sachen gekriegt. Genau, dann war Sonntag und da musste sie schon wieder heimfahren, weil ihre Mutter hatte dann montags auch noch was vor, ne, klar, mit der Kleinen. Ja. Dann habe ich ihr sonntags, wo sie heimgefahren ist, habe ich ihr dann das Geschenk vom Uropa noch mitgegeben. Das konnte sie dann bei sich zu Hause noch auspacken. Ja, was war noch? Montag waren wir dann bei meinem Mann, seinem Vater, also bei meinem Schwiegervater, haben wir dann dort essen. Aber ich meine, das war jetzt alles die Ausnahme. Ihr wisst, ich habe keine Küche momentan. Normalerweise mache ich das alles. Ich stelle mich hin und koche. Also das war jetzt dieses Jahr die Ausnahme. Nächstes Jahr machen wir das wieder anders. Da koche ich wieder. Und dann können sie alle an einen Tisch bei uns. Ist mehr Platz. War jetzt halt alles blöd, aber was will man machen? Wir haben es rumgekriegt, oder? Also, war da der Tratschen wieder? Ja. An Silvester sind wir wahrscheinlich auch alleine. Ach, was jetzt nicht die Welt ist, ist jetzt nicht so schlimm. Ich denke dann, dass wir um 12 wieder uns rausstellen und dann in der Ferne das Feuerwerk genießen. Das sieht man hier als ganz schön. Und ich gucke gern Feuerwerk zu. Aber ich brauche es nicht selbst. Also es kann ruhig weiter weg sein, dass ich mir es da angucke. Und dann ist es okay. Ist mir eh lieber, weil die Dina, die hat sehr viel Angst mit dem Feuerwerk. Da brauche ich hier nicht das große Bum-Bum. Ja, und sonst so unsere Nachbarn, so die Straße runter. Also wir haben ja nur auf einer Seite Nachbarn, auf der anderen Seite kommt ja Feld, da ist nichts. Und
Ja, ich sag mal so, das sind alles ältere Generationen, die da vorne sind, und da tut keiner irgendwie noch was machen, also ist hier Ruhe. Kann mich halt irgendwie nicht entscheiden. Ja. Nimm mal den. Step 2. So. Lass mal das trocknen. Kämm mal noch die Augenbrauen. Ich muss die auch mal wieder stutzen. Ich mache das so ungern, ich kann das nicht so gut. So. Dann sind wir durch. Hausfrauen-Make-up. Ja. Jetzt warte ich noch auf meinen Mann, dann müsste es auch gleich wieder kommen. Und dann gehen wir das Auto abmelden. Dann schalte ich euch wieder ein, wenn wieder was passiert. Bis dann. So, meine Lieben. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Obwohl im Internet steht, dass sie geöffnet hätten, haben sie natürlich nicht geöffnet. Ja, einmal vor Omi hingefahren. Wir hätten jetzt halt in zur nächst größeren Zulassungsstelle fahren können, aber nee, da wird so voll sein, da wollten wir jetzt auch nicht. Jetzt gehen wir halt doch erst dann nächstes Jahr. Und ja, dann sind wir halt kurz im Rewe vorbei. Ich habe erst gesagt, holen wir gerade was für heute, was wir halt essen. Und dann habe ich gedacht, ach Gott, ja, ich brauche eh nicht viel, kann man auch gleich alles einkaufen. Das fand mein Mann ja gar nicht lustig. Er wollte nämlich schnellstmöglich wieder nach Hause weiterfließen. So, das End vom Lied ist, dass ich jetzt halt irgendwie so einen halben Einkauf habe und kann morgen doch noch mal los. Na gut, dann ist wenigstens Obst und Gemüse frisch, was ich noch brauche. Naja, einmal habe ich Eier mitgenommen, weil ich wahrscheinlich einen Kartoffelsalat machen möchte, mit Wiener, hartgekochte Eier. Entschuldigung. Ich sage ja, heute bin ich total fertig. Hartgekochte Eier und darauf mache ich, da gibt es doch die Gläser mit Lachs. Und dann mache ich da immer so ein bisschen Lachs drauf. Essen wir ganz gerne. Dann habe ich einen, wo ist er? So ein Stück Käse mitgenommen. Emmentaler, und da brauche ich dann noch Trauben, und dann mache ich so Käsetraubenspieße. Ja. Für den Kartoffelsalat habe ich dann noch so Schinkenwürfel mitgenommen. Ich nehme da immer diese hier. Meine Mutter nimmt zum Beispiel so Speckwürfel, und die mag ich ja gar nicht. Also ich mag nicht so das Fett da dran. Also habe ich jetzt lieber die hier genommen. Die brate ich dann kurz in der Pfanne an. Und dann gibt es so einen schönen Geschmack. Und vor allem das Öl, was ich hier verwende, kommt mit in den Kartoffelsalat. Da mache ich kein extra Öl dazu. Und dann habe ich da die Gewürze, weil ich das hier auch gleich noch würze. Alles mit dem Kartoffelsalat gleich. Einmal Knobi.
Da habe ich nämlich gerade gestern die letzte benutzt. Dann habe ich einmal Hackfleisch mitgenommen, weil da mache ich jetzt seit heute ist ja Donnerstag, mache ich heute Spaghetti Bolognese. Das hebt dann wieder 2 Tage bis Freitag. Samstag ist ja dann Silvester. Mein Mann in der Eile hat er sich noch schnell einen Exquisiter mitgenommen mit Kräuter. Dann habe ich 2-mal die Tomatensoße. Obwohl ich noch irgendwo oben habe ich auch noch. Dann habe ich so Aufbackbrötchen hier mitgenommen. Dann einmal Kartoffeln. Das sind aber, glaube ich, vorwiegend festkochend. Ja. Vorwiegend festkochend. Ich glaube, da gehe ich nochmal die festkochenden für den Kartoffelsalat holen. Die sind besser. Und ein Paket Zwiebeln habe ich mir noch geschnappt. Ja. Jetzt fehlt mir noch ein bisschen was. Ja, wie gesagt, das war so chaotisch. Ja. Vielleicht gehe ich auch später nochmal. Oh mein Gott, Leute. Wenn das so weitergeht, dann kann ich an Silvester gerade ins Bett gehen. Um 8. Wahnsinn. Ja. Wenn ich mir überlege, ob ich dann vielleicht später nochmal losziehe. Tanken müsste ich auch noch. Der Tank ist jetzt ziemlich leer, weil ich habe euch ja erzählt, ne, dass ich zum Schwiegervater eine Stunde Fahrt hin und zurück, sind es dann 2 Stunden, ne, das gleiche zu meiner Mutter in die andere Richtung, auch so eine Stunde, also 2 Stunden, dann die Enkelin, das ist dann über eine Stunde sogar, zu der fahre ich ja, so eine Stunde 15 Minuten, Stunde 20 Minuten ungefähr. Einfach, ne? Also das dann auch 2-mal. Also mein Tank schreit jetzt, füll mich. Muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt morgen einkaufen gehe, ist wahrscheinlich der Benzinpreis, ist der wieder hoch. Ach, mal gucken. Also jetzt war er auf der Super auf 1,68. Als wir hingefahren sind, war er auf 1,70 und zurück 1,68. Ja. Naja, mal gucken. Wenn nicht, dann tanke ich gerade für 20 Euro oder was, dass ein bisschen was drin ist. Und tank dann erst da wieder im neuen Jahr voll. Mal schauen. So, ja, jetzt räume ich das hier weg. Viel spannend, das passiert hier jetzt nicht mehr. Dann mache ich jetzt mal durchweg räumen und mache dann Essen. Und dann schauen wir weiter. Bis dann. Thank you.
Hallo, meine Lieben. Heute ist Freitag. Und ich ziehe dann auch mal gleich los. Den Rest einkaufen. Und leider habe ich das jetzt so spät gesehen, dass es beim Teddy 70% auf Weihnachtsartikel gibt. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich da noch vorbeifahre. Gucken, ob es noch irgendwelche kläglichen Reste für mich gibt. Natürlich auch möglich, dass bei uns das jetzt wieder nicht so populär ist. Und dass ich dann doch noch was abkriege. Oh, heute ist irgendwie... Heute friere ich irgendwie. Gerade mal meine Hände eincremen. Gar keine Lust, mich großartig fertig zu machen. Ich gewöhne mich da nicht dran. Ich glaube, ich mache heute einfach nur ein bisschen Butter drauf. Dann mache ich wieder das. Bin auch überlegen, wenn ich jetzt halt zum Teddy gehe, dann könnte ich auch beim Lidl einkaufen gehen. Weil da ist da gerade mit dem Auto keine 5 Minuten, 3 Minuten. Jetzt gerade so die Straße ein Stück weiter. Dass ich doch nicht so ganz so blass aussehe, ne? Das ist die, wo ist es da? Die Max and More. Die war vom Action.
So. Reicht. Machen wir noch was auf die Lippen. Nimm mal heute, nimm mal den da. Ist der hier? So. Dann gehe ich mit meinen Weihnachtsohrringen jetzt raus. Die bist du schon die ganze Zeit an. Gut, dann sehen wir uns später wieder. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Jetzt bin ich schnell in den Teddy. Hab mir hier rübergelassen. Ne? Aber ich war da jetzt wirklich schon zu spät. Da gab es jetzt fast nichts mehr. Ich habe. Moment. Ja, das ist für die Diener gewesen. Das musste ich separat bezahlen. Wo ist es? Hier. Das musste ich separat bezahlen. 2,55 €. Ja, ich guck gerade mal, wo das auf. Ja. Ich guck gerade mal, wo das aufgeht. Dann kriegst du. Ja, du kriegst, wenn ich es aufkriege. Ja, du kriegst es auf. Und jetzt? Da lege ich noch eins hin. So, dann ist Schluss. So. Also. Da habe ich mir zweimal solche Kerzenhalter hier mitgenommen. 2 €. Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Also eigentlich 2 €. Ah, okay. Also merkt euch 2 € jeweils, sind 4 €. Dann das hier 5 €. Das waren solche Eisbärchen. Ich fand die so niedlich. Die mussten mit. Dann 3 €. Solche Tannenbäumchen. Nochmal 3 €. Diese Engelchen. Auch 3 € Tannenbäumchen, weiße. Hallo Mann. Schleichst du dich hier vorbei? Und dann konnte ich an diesem Keksausstecher nicht vorbei. Den kann man ja auch für andere Dinge nutzen. Toastbrot ausstechen, ein Spiegelei da rein machen und braten. Da gibt es schöne Sachen. So, und der hätte 1 € gekostet. So. Das Ganze hätte jetzt insgesamt 19 € gekostet. Und durch diese 70% minus 13,30 € habe ich noch 5,70 € bezahlt. Und das ist okay. Das ist in Ordnung. Ich ärgere mich wirklich so, dass ich das jetzt mal mitbekommen habe. Jetzt durch das die Weihnachtstage habe ich irgendwie nicht so viel mitgekriegt. Da war ich auch nicht ständig am Handy, an Instagram und so weiter. Da habe ich das gar nicht. Ärgert mich. So,
Dann war ich, bei uns ist daneben der Wasgau. Wasgau ist so wie Rewe, also das ist auch Rewe-Gruppe. Und da habe ich dann einmal Kartoffeln mitgenommen, Westkochen. Die sind wunderschön. Dann wollten die für eine Salatgurke 1,79 € und für die Bio 1,29 € glaube ich. Aber die Bio, das war so ein verschrumpeltes Ding, so ein kleines da. Und dann habe ich mich entschieden, ich hole mir die hier. Das sind diese Mini-Gurken. Die haben jetzt halt nur 250 Gramm insgesamt, aber die reichen mir. Ja, 79 Cent haben die gekostet. Und ich weiß ja, da werde ich drei Stück vielleicht brauchen, drei oder vier für den Kartoffelsalat. Ich glaube, drei reichen da. Ja. Also das habe ich jetzt wirklich nicht eingesehen, dass ich da. Nö. Dann habe ich für meinen Mann diese eingelegten Peperoni mit Kräuter und Knoblauch mitgenommen. Sowas isst er gerne. Ich esse das jetzt gar nicht. Ich habe halt gedacht, zum Kartoffelsalat mache ich ja die Frikadellen. Oder Buletten heißt es woanders. Und ja, dann mache ich ja die hartgekochten Eier mit dem Lachs drauf dazu. Mach diese Käse-Weintraubenspieße. Mach Brötchen dazu. Da habe ich verschiedene Aufbackbrötchen ja schon hier. Habe jetzt die hier noch dazu gekauft. Die Backmisch. Das sind Steinofenbrötchen, Leerkorn. Hier seht ihr sie. Ja, also. Ich würde sagen, das reicht für uns zwei locker. Da essen wir wahrscheinlich auch wieder 2 Tage dran. Da habe ich die Träubchen. Das ist eine Riesenpacke. Aber die waren wunderschön. Die mussten mit. Ja, hier haben wir auch noch mal diese Kaiserbrötchen-Aufbackbrötchen. Dann habe ich eine, die Kerrgartenbutter, die ungesalzene, kam mit. Dann kam, wo ist es? Zweimal Hackfleisch mit wegen den Frikadellen. Da mache ich ja immer mehr, weil die kann man ja auch so mal kalt zwischendurch essen oder abends mit Brot oder so. Was ist mit dir? Ich war doch gar nicht so lange weg. Oh, ja, ich war jetzt mal ein Stück weiter weg von unserem Dörfchen tanken. Und also bei uns ist die Esso, ja, nicht bei uns, ist auch, also bei uns gibt es die Total. Dann gibt es ein Stück weiter weg. Das ist so 10 Minuten, 15 Minuten Fahrt, je nachdem, ist dann die Esso und die Aral. Und bei der Esso hätte Super 1,72 € gekostet und bei der Esso 1,74 €. Da ich ja so eine Tank-App habe ich bei der dann nachgeschaut und habe dann eine freie Tankstelle noch ein Stück weiter entdeckt. Nochmal ein Stück weiter, Dörfchen. Und da habe ich dann jetzt 1,67 € bezahlt. Also der Weg war mir es wert. Das waren gerade 5 Minuten, war das weiter. Kurzes Stück Landstraße, dann 70 ein Stück. Ja, also.
Pringles kamen mit, die waren im Angebot. Aber das hat sich jetzt, also ich fand, das hat sich jetzt gelohnt. Weil 1,67,9 gegen 1,72,9, also ja, ne. Hab jetzt auch für den kompletten Tank voll machen, weil bei mir ging jetzt die Tankanzeige schon an. Kann ich ja gar nicht leiden, sowas. Ja, da habe ich jetzt 80,56 € bezahlt. Dann kam zweimal so Katzenmilch mit wieder mal. Hole ich ja nicht mehr oft. Kriegt so zwischendurch mal die Kitty. Da ich momentan irgendwie kaum Mayonnaise brauche, habe ich keine Tube genommen. Da habe ich mir gedacht, also diese Standflasche da. Habe ich gedacht, ich nehme jetzt diese kleine Tube hier mit. Von der brauche ich ja auch nicht alles. Ich mache jetzt nicht so viel Mayonnaise in den Kartoffelsalat. Das ist dann wirklich nur so ein Esslöffel. Ein guter, gehäufter Esslöffel. Dann war diese Milch hier im Angebot. Und dann habe ich gedacht, unsere ist jetzt leer. Und dann nehme ich mal wieder eine mit. Dann habe ich noch zweimal Leona mitgenommen. Dann zweimal für die Dina so ein Nassfutter. Das ist Grillhappen. Das eine ist mit Rind- und Karottenwürfel und das andere ist mit Huhn, Gemüse und Paprikacreme. Ach, hier ist der Lachs für die gekochten Eier. Und dann habe ich zweimal Lind mitgenommen, weil das die Hälfte nur noch gekostet hat. Das hat jetzt 2,69 €, davon die Hälfte. Und das war 5,29 € und das auch die Hälfte. Und ich habe die mitgenommen, weil meine Mama liebt Lind über alles. Sie mag Lind unheimlich gerne. So. Und zu guter Letzt habe ich gedacht, ich bin ja eigentlich eher so die Bacardi-Cola-Trinkerin, wenn ich dann mal was trinke. Früher war es mal der Jackie-Cola, jetzt ist es Bacardi-Cola. Jackie-Cola schmeckt mir irgendwie nicht mehr so, ich weiß auch nicht. Ja, jetzt der Bacardi-Cola, aber auch am liebsten der dunkle Bacardi. Ja, jetzt habe ich mal, ich trinke gerne ab und zu mal diesen Almdudler. Und jetzt habe ich das hier entdeckt. Almspritz, prickelnder Seko mit natürlichem Kräutergeschmack. Also ich denke so, wie der Almdudler schmeckt. Habe ich gedacht, gut, mein Mann trinkt das auch ein bisschen. Also der, ja, jetzt nicht so, dass er sich da eine Flasche nehmen würde. Aber vielleicht stoßen wir damit an, keine Ahnung. Wir sind halt absolut keine Sekt. Trinker oder Weintrinker. Wein, wenn dann mal nur wirklich süßer Wein, also das heißt dann so Eiswein oder der Gewürztraminer. Und ja, gucken wir mal. Wahrscheinlich lasse es mir so gut gehen, dass ich die Flasche dann mit rausnehme und gebe sie mir dann draußen beim Feuerwerk angucken. So, dann sind wir jetzt da durch. Ich bin am Überlegen, ich müsste eigentlich noch mal weg. Bei uns im Dorf hat jemand Geburtstag, eine ganz liebe Dame. Und ich meine sogar, die wird heute 70. Und ich würde ihr so gerne was holen. Ich habe gar nichts gefunden unterwegs. Das
bei uns halt auch ein bisschen schwierig. Bei uns gibt es ja hier nicht viel. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich halt noch mal wegfahre. Weil so ganz ohne was. Sie mag halt auch nichts zum Hinstellen. Zucker hat sie auch. Da will sie auch nicht unbedingt irgendwas Süßes oder so. Ist nicht so einfach. Aber ich würde ihr dann doch schon gerne so einen ganz tollen Blumenstrauß vielleicht. Na, mal gucken. Letztes Jahr habe ich ja auch bei Kaufland, da gab es diese Silvestersträuße. Dann habe ich ihr so einen mitgebracht. Der war schön. Hat ihr auch sehr gut gefallen. Mal schauen. Wenn ich was finde, ich zeig's euch. So, da bin ich wieder, meine Lieben. Das Letzte, was ich euch gezeigt habe, war der Kartoffelsalat. Ne, es ist ein. Genau. Jetzt sitze ich hier und mache mir irgendwie meine Haare. Mit dem Lockending hier. An, jawohl. Ohne Lücksche. Die werden mal besser, mal schlechter. Ich denke, ich habe auch zu lange Haare dafür, für dieses Gerät. Mit kurzen geht es bestimmt um einiges besser. Ja, warum mache ich mir die Haare? Einfach so, weil ich Lust habe. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ich sage, ich habe wahrscheinlich zu lange Haare für das Gerät. Versuchen. Ja, ich habe gedacht, ich mache jetzt mir die Haare. Zieh mir was Schickes an, was Hübsches zum Zeitvertreib. So, und da das ja noch ein bisschen dauert, melde ich mich später wieder. Hallo, meine Lieben. Ja, das Jahr 2022 ist nun zu Ende. Und ich habe mich jetzt noch ein bisschen schick gemacht, wenn wir dann rausgehen. Heute mal mit Röckchen. Passiert bei mir eher selten. Und dann habe ich noch
das passende Hütchen dazu, dass mich mein Mann wieder findet. Ja. Dann möchte ich mich bei meiner Community nochmal für das Jahr 2022 bedanken. Für euren Support, für eure Kommentare. Ihr wart einfach die Besten. Wir freuen uns dann zusammen auf das Jahr 2023. Und ich hoffe, ich kann euch da dann auch mehr Content bieten. Dann macht's gut, bleibt gesund und bis bald.